Wir haben den Kartoffelkäfer-Sammler gekauft. Ich freue mich drauf, dass wir das in den nächsten Jahren immer mehr hier auf meinem Kanal sehen können. Der zweite LKW. Immer schön entspannt mit zwei Staplern. So, gewohnter Start ins Video. Wie immer von der Hecke auf dem. Von der Hecke, von der Ecke. Ja, auf den Hof gekommen. Muss ja erstmal Kamera holen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Donnerstag und wie immer sind wir am Kartoffelabladen. Das ist gerade noch Jule. Es ist jetzt die nächsten Tage ein bisschen stressig. Ihr guckt mal, was hier alles ankommt an Kartoffeln. Das ist alles unter 35 mm. Auch mit der Begründung, dass wir die ganzen Kluten rausnehmen und generell schneller mit Sortieren sind. Das sind die ersten zwei Kisten. Das habe ich ja im letzten Vlog auch schon gezeigt. Da sind zwei Kisten. Die geschlossenen, da sind auch Drillinge drin. Hier und jetzt geht es hier bis vier rein nach hinten. Ne? Hier auch und da auch Drahtkisten, die stehen ja jetzt hier schon seit, ich glaube 3 Tagen unterm Vordach und von hier kann der Wind schon ranziehen, denn werden die wenigstens so ein bisschen durchlüftet. Die wollen wir jetzt gleich alle durchnehmen. Jetzt ist Carsten, der ist ja am Roden, Roden aber Lady Jane, weil für nächste Woche ein Haufen LKWs bestellt sind. Es ist unnormal, es hört einfach nicht auf. Sie sind richtig happy, dass das Pommes vor allen Dingen so extrem gefragt ist. Lady, also Agria war das, was bei uns nicht so toll war. Lady Jane ist top. Aber die kommt ja noch. Da sind dann nächste Woche ein Haufen LKWs gefragt. Deswegen haben wir den Druck, dass wir die alle erstmal noch roden müssen. Wir haben aber keine Anhänger mehr. Wir hatten uns einen Zug geliehen. Der ist jetzt wieder weg. Der große Krüger, da ist der Rahmenschrott aus dem Video, wo ich gesagt habe, ne, Anhängerschrott, den können wir nicht gebrauchen. Auf den Krone ist noch Trocknungswagen drauf und Montag geht's los mit Mais. Also es ist ein Haufen. Wir haben übrigens mittlerweile, wie spät haben wir es? 11 Uhr. Den Wagen, den ihr da gerade gesehen habt, das ist gerade mal der zweite heute. Also mit den ganzen Kluten, das zieht sich. Das ist halt Rede bei Zerboden, ne? Dem halte ich. So. Hier müssen sie jetzt nicht perfekt stehen, weil sie ja nur eine Nacht da sind und dann kriegen sie ein bisschen Luft ab. Na, ansonsten kommen sie auch ins Lager. Die Kisten, die wir gestern da hingestellt haben, von denen, die wir gestern abgeladen haben, habe ich alle schon ins Lager gestellt. Ja, und dann, ich wollte es eigentlich schon im letzten Vlog zeigen, ich habe es aber wieder rausgeschnitten. Wir haben den Kartoffelkäfer-Sammler gekauft. Für die Leute, die dachten, dass sie das Ding schon besitzen, ja, falsch gedacht. Ganz wilde Story, letztes Jahr, zum Kartoffelspritzen, hatte ich einen Vlog gemacht. Ich verstehe nicht, wie das zusammenpasst, aber... Ich habe Novodor gespritzt und habe gesagt, dass es so eine Maschine gibt, die Käfer mit einer Paddelmaschine absammeln kann, aber keine Chance daran zu kommen. Und so verrückt, irgendwelche Leute aus Amerika, die müssen ja deutschsprachig sein, haben das Video gesehen, haben daraufhin die Leute, also Robin angeschrieben von Fieldworkers aus Holland und die wiederum haben dann mich angeschrieben, ob ich das nicht mal ein Jahr testen möchte. Das habe ich ja jetzt gemacht.
Dieses Jahr war Kartoffelkäfer technisch kein Katastrophenjahr. Das war ja eher die Krautfäule, die die Probleme gemacht hat. Deswegen fand ich sowieso, konnte man das relativ oder ja schon noch relativ wenig einsetzen. Den Riesenvorteil, den ich hierbei halt gerade sehe, im Gegensatz zu dem Spritzen, man muss dazu wissen, im Biobereich haben wir Novodor und Nemazal. Das sind so die Mittel, die wir einsetzen. Das Prinzip dahinter ist, es wirkt nur gegen Larven, nicht gegen Käfer. Und der Riesenvorteil ist hier halt, dass du alles absammeln kannst, Käfer und Larven. Denn ein Kartoffelkäfer kommt aus dem Boden, sucht sich in der Nähe eine Kartoffelfläche, geht hin. Das heißt, als erstes ist der Käfer da. Die paaren sich dann, dann kommt das Larvengelege unter das Blatt, dann schlüpfen die Larven. Larven werden unterteilt in drei Kategorien, Kategorie 1, 2, 3, das definiert die Größe. Also du musst warten, bis die schlüpfen, bis sie dann auch möglichst viele geschlüpft sind und dann kannst du erst mit deinem Mittel losfahren. Dann gibt es aber schon wieder Käfer, die du nicht mitkriegst. Wie gesagt, hiermit kriegst du alles weg, kannst du auch noch vorne ein Käfersammler dran haben, hinten Häufler, habt ihr aber auch alles gesehen. Haben nicht alleine gekauft, Maschinengemeinschaft. Ich freue mich drauf, dass wir das in den nächsten Jahren immer mehr hier auf meinem Kanal sehen können, weil ich das auch so ein bisschen zukunftsorientiert sehe. Weil man weiß ja nie, was die Leute da ausdenken, was irgendwie in Zukunft noch wieder für komische Gesetze kommen in der Landwirtschaft. Ich zumindest nicht. Immer mal wieder voll. Gut, ich würde sagen, ich schalte euch nachher noch mal wieder ein, weil im Endeffekt ist wirklich bei mir seit Wochen hauptsächlich hier Gabelstapel zwischen Kartoffeln einlagern. Wir switchen mal rüber zu Carsten Camp, vielleicht hat er heute schon was gefilmt. Erwin habe ich die Kamera heute ja mitgegeben. Gestern habe ich mir seine Carsten Camp geklaut. Ich muss auch sagen, qualitativ war das von der GoPro 12 nicht so hochwertig wie von der GoPro 11, deswegen habe ich ihm die andere wieder mitgegeben. Genug gesammelt, viel Spaß. Bei der Carsten Camp. Der will mich ärgern, will er mich? So Leute, gleich zu Beginn mal ein kurzer Einspieler. Und zwar wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass ich noch bis zum 23. September, also Montag, eine Rabattoption habe, BOP das 15% Rabatt hier bei Revolution Race. Das sind ja die Arbeitsklamotten, die ich immer trage. Also falls einer von euch Bock hat, sich da mal umzugucken, Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Vorne muss auch mal wieder fett ran. Dann würde das auch leichtgängiger gehen. Jo. Rauskommen, weil hier alles immer noch voll steht mit Kisten. Moin, wir haben einen neuen Tag. Ich habe gestern nichts mehr gefilmt. Wir sind hier gerade ein bisschen am Aufräumen. Die Sandkiste war nämlich wieder voll und da war schon wieder so viel Erde, dass ich die nicht richtig unterschieben konnte. Dann habe ich mir mal schnell die Schaufel angebaut an den Dieselstapler. Hier ein paar Schaufeln weggenommen. Yeah.
sie hier nämlich auch noch vernünftig wieder unter. Also ich sehe aber gerade, dass wir jetzt hier noch ein bisschen dichter ranfahren können. Das hier ist immer das Problem. So, ich habe jetzt erstmal ein Mikro verbunden. Das war ja gerade eben, habe ich einfach die Kamera hing immer noch von gestern im Stapler. Habe ich nicht mit reingenommen. Ich habe ja dann auch gar nicht. Ich meinte ja, dass wir die Kisten durchnehmen wollten. Aber wie schon so oft gesagt, der Plan ändert sich ständig. Samstag. Also morgen ist der Plan, dass wir die durchnehmen. Heute wollen wir erstmal noch die ganze Lady Jane rausholen. Da ist unter anderem auch die zweite Fläche von denen, wo wir Utrisha N von Corteva ausgebracht haben. Bis jetzt ist das alles der Bereich, der bearbeitet wurde. Carsten guckt so ein bisschen auf den Hektarzähler, guckt nachher mal, ob da ertragtechnisch was besser geworden ist. Also ne, wenn ein Anhänger voll ist, guckt er, wie viel Hektar er hat und auf dem unbehandelten Stück auch. Aber ertragstechnisch, glaube ich, wird sich das nicht groß unterscheiden. Vielleicht in der Aufwuchsgröße, sondern so in der Gleichmäßigkeit von der Knolle. Ne? Wie gleich groß sie sind, verformte oder sonstiges. Lady Jane ist aber eine Sorte, die sowieso immer ganz okay war, ganz gut war. Beziehungsweise mit ganz gut meine ich, letztes Jahr war das unsere beste. Ja. Dazu kommen wir aber später noch. Jetzt ist erstmal wieder das Ding. Hier habe ich ja mal gesagt, ne? Drahtkisten, damit die Luft durchzieht. Dadurch rieselt aber auch die Erde beiseite. Und hier hätte ich gerade noch ein bisschen mehr wegnehmen können. Jetzt kann ich nämlich die Kiste gar nicht richtig ranschieben. Dadurch ja, kommt die Kiste auch immer nicht so richtig. Oder wird sie nicht so hundertprozentig voll. Aber ich meine, ich hatte da hinten auch noch beim Kistenfüller. Ah ne, die Kiste habe ich da schon hingestellt. Ich dachte erst, da muss noch eine hin. So, mit der Schaufel kann ich hier ganz entspannt reinfahren. Dann haben wir auch die Kiste mal wieder richtig hingestellt. Wir haben 8.30 Uhr, halb neun, jetzt habe ich schon wieder vergessen, eigentlich. Halb neun und um zehn, meine ich. Oder halb zehn und um zehn. Wollten LKWs kommen. Die holen Lady Jane. Ja, wir machen erstmal weiter, bis der LKW kommt. Bis später. Ich habe gedacht, ausnahmsweise sag oder mache ich auch mal das, was ich immer sage, was man mal eigentlich machen müsste. Mal ein bisschen Fett da vorne ran. Das kommt hier jetzt schön ran. Oh, das war ein bisschen viel. Da kann hier was rüber auf die Seite. Ein bisschen beeilen müssen wir uns auch, weil die Sandkiste die ganze Zeit ganz schön voll ist oder ganz schön schnell voll ist, besser gesagt. Mann, nerv doch jetzt nicht. Mal schön, wenn man diesen Haken schon gar nicht mehr aufkriegt. Mehr Fett wäre auch gut, aber reicht jetzt erstmal. Das Timing ist ja immer perfekt. Freundin bringt gerade die Pferde raus. Das eine Pferd hat ein dickes Knie. Zum Glück denkt der Fahrer mit und ballert nicht trotzdem auf den Hof oder an ihr vorbei. Freut mich aber auch, dass die Pferde mittlerweile relativ abgehärtet sind. Luftdruckbremse macht Zisch und die
reagieren darauf nicht mehr. Manche von euch so, die sagen, ja, das muss ein Pferd auch abkönnen, muss es auch. Die Pferde kamen aber aus der Stadt, die waren nichts gewohnt. Es hat erstmal ein bisschen gedauert, bis sie ein bisschen abgehärtet sind. LKW ist da, das Ding ist gefettet, wir müssen Schaufel abbauen und LKW beladen. Oh, Erwin auch schon da. Moin! Dürfen wir hier am besten nicht durcheinander... Ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich mache es anders. So, eigentlich macht es jetzt Sinn, diese Kiste bei ihm gleich raufzuschmeißen. Aber manchmal kommt man dann durcheinander, weil ich die Kiste direkt wieder unter den Kistenfüller stelle. Und ja, dann geht es auch mal schnell, dass man aus Versehen eine Kiste zu viel drauf hat. Und dann ja, wird ja nicht nur der Fahrer bei einer Überladung bestraft, sondern auch der Verlader und auch der Betriebsleiter von dem Betrieb, wo es aufgeladen wurde. So, und ja. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen nehme ich von dem rechten Stapel, da stehen 16 Kisten, dann kann ich mich nicht verzählen. Wenn die 16 weg sind, sind sie weg. Moin! Fahrrad noch das letzte Mal immer so mit Paula gespielt. Die hat sich auch schon immer gefreut auf mich. War schon ein paar Mal öfter hier. Ihr habt ja schon oft gesehen, dass in dem ersten Abteil, in der ersten Parzelle vom LKW, ist ein Fallsegel, das heißt, da fallen die nicht so tief. Stelle ich jetzt erstmal einfach hier hin. Ich gucke, dass ich die nicht so in den Weg stelle, falls man nochmal einen Wagen ranfährt. Aber ins Lager brauchen die jetzt auch nicht unbedingt. Oder in der Halle. Die stellen wir uns nur zu mit und wir brauchen die den ganzen Teil. 6 LKWs Lady Jane. Haben wir noch. Sind auch bestellt. Einige waren 7 bestellt, aber so viel haben wir gar nicht mehr. Und 2 LKW stehen hier. Dann kommen morgen noch welche am Samstag und am Sonntag. Also merkt ihr, dass hier eher noch mehr Kisten dazukommen, dann brauchen wir keine leeren stehen. So, hier werden gerade Wagen getauscht. 18 Tonner weg. Und die Mulde kommt ran. Da sind wir noch Lady Jane, wie gesagt, ne? 4 LKWs ruhen wir jetzt gerade noch, die kommen dann aber Samstag, Sonntag und Montag. Heute sind nur 2. Wir machen hier weiter, sehen uns später, bis dahin. Reingeguckt. Ich glaube, das ist die letzte Kiste jetzt. Das ist der 2. LKW. Ja, ist die letzte Kiste. Immer schön entspannt mit 2 Staplern. Eine fährt raus, der andere schmeißt drauf. Das ist der 2. heute. Und schlechte Nachrichten für mich. Ja, die LKWs, die eigentlich Montag kommen wollten. Ich hatte gesagt, Sonntag kann ich einladen. Und dann sollte eventuell Samstag oder Sonntag einer kommen. Der Rest Montag, 2 heute. Das heißt, Montag sollten 3 kommen. Ja, Pusteblume, es kommt jetzt morgen, also am Samstag einer und am Sonntag 3.
Alter, Emil. Na? Na, du Stinker? Junge. Und der wird gleich wieder reinrennen. Und drinnen alles dreckig machen. Ja, ist halt so. Wir hängen jetzt die Wagen zusammen. Wir bringen nämlich Ballerina weg. Da haben wir nicht genug, dass ein ganzer LKW voll werden könnte. Und das geht auch nicht so weit weg wie die ganzen anderen. Deswegen fahren wir uns die Fracht, sparen wir uns die Frachtkosten. Und ich lade hier 6 Kisten auf, da 6 Kisten. Und dann fahren wir die nachher mal weg. Also kleiner Roadtrip heute Nachmittag. Aber erstmal Anhänger zusammenhängen. So, hier Trick 17 wieder. Ich weiß zwar nicht, was ich machen soll, wenn es jetzt nicht passt, weil die Verstellfeder an unserer Deichsel, die sitzt fest. Aber das sieht so ganz gut aus. Hier ist schon offen. Wir machen es mal so. Mal gucken, wie viele Versuche ich jetzt brauche. Ich klatsche euch mal hier hin. Und dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller wieder. Ja. Was geht denn bei dem Reifendruck hier vorne ab? Wirkt das jetzt nur so oder ist da irgendwie nur ein Bar drauf oder sowas? Aber seit wann ist denn das Profil hier auf der Innenseite? Das Profil, sag ich, das Ventil. Bisschen wenig. Ein Bar kann da ruhig mehr rauf. So, wir haben jetzt hier 1,9 drauf bis 2,2 mache ich. Und dann bauen wir noch Frontgewicht ab. Anderen Reifen natürlich auch Luft auffüllen. So, gerade noch mal kurz mit dem Hobby gesprochen. Das scheint bei vielen Fabrikaten so zu sein, dass das innen ist. Er sagt aber selber auch, es ist los. Also Case hat das Ventil wohl auch drin. So bei dem Valtra, mit dem er jetzt gerade fährt, ist das außen. Und da ist dann einfach irgendwie so ein Metallschutz drum. Mir ist es sonst noch nie aufgefallen, dass es irgendwie innen ist. Wir haben jetzt 2,2 Bar raufgemacht. Ja, da bei den Pflegebereifungen ist es auch aus. Ja. Das wird jetzt auch ein Spaß. Konrad kommt schon zur Hilfe, das ist aber angenehm. So, und jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir gleich genauso wieder zurückfahren, wie wir vorgefahren sind. Danke!
So, passt das. Drehen wir noch eine Ehrenrunde um Hallen rum. Und dann stellen wir uns da vorne auf den Platz, wo immer die LKW stehen. Und dann können wir hier unsere 12 Kisten rausschmeißen. 6 vorne, 6 hinten. Wenn man alles richtig, richtig voll klatscht, dann kriegst du gerade so 8 Kisten pro Anhänger rauf. So als kleine Orientierung. Wenigstens eine ist gut drauf. Kistenfüller macht gerade Probleme. So funktioniert das Prinzip. Ich habe jetzt hier Kistenhöhe auf 90 gestellt. Gerade eben hatte ich auf 80, dann war die... Machen wir auf 85. Da war dann zu wenig drin. Dann habe ich mit der Hand nochmal nachgemacht. Das muss so ein bisschen per Augenmaß hier funktionieren. Mit Augenmaß meine ich einfach die Abschätzung. Also wie voll der Kistenfüller ist. Ey, du Bigpackfüller, Mensch. Weil wenn er komplett voll ist, das ist zu viel für ein Bigpack, dann läuft er über. Wenn ich den rausnehme, kann man hier den Bigpack einhängen. Und dann zieht man einfach hier dran und dann läuft alles raus. Sehen wir aber gleich. Ja, das ist jetzt Vorführeffekt, der ist ein bisschen zu leicht, zu wenig drinne. Papa stellt die Paletten hinten ins Lager, wir machen hier weiter. Ja, wir sehen uns. Zug ist soweit fertig. Warum zischt denn hier gar nichts? Ganze Luft ist weg. Das hört sich doch schon besser an. Wir wollen ja nicht ungebremst fahren. Noch gesehen? 6% Gefälle. Nämlich verfahren, ich bin jetzt in den Alpen. Nee, das hier sind die Serpentinen aus dem Wendland. Klenzer Kaffeemühle. Wir sind fertig. Abgeladen ist. Alles top. Seitenannahme ist ganz entspannt. Voll bin ich diesen Weg nicht gefahren. Da bin ich einen ordentlichen Umweg gefahren. Weil jetzt stellt euch mal vor, hier kommt mir noch ein LKW entgegen. Das wird dann ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, wenn ich dann mit Vollwarnseher nicht. Ich hatte ja nur 6 Kisten drauf, also ich schätze so pro Anhänger 10 Tonnen. Aber damit hier hoch ist erstens ein Problem und wäre mir dann ein LKW entgegengekommen, dann wäre Katastrophe. So, wir haben noch überlegt, ob ich noch einen Wagen zum Feld hinbringe. Aber bin ich erst 18 Uhr zu Hause. Das Ding ist halt, dass wir dann morgen, ja, Samstag knappe 4 Fuder roden müssen.
Sonntag die Lkw-Fahrer da, die Spedition hat sich gemeldet, entspannt. Planmäßig wollen sie 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr kommen. Wenn das alles so klappt, wäre ja schön. Da brauchen wir jetzt nicht mit 3000 Umdrehungen hier runter zu ballern, ne? Fahren sogar gleich an meiner alten Schule vorbei. Da ist sie. Meine alte Schule. Von der 5. bis zur 10. war ich hier. Da wurde der Anbau gerade ganz neu gemacht. Gut. Wir schalten nochmal rüber zu Carsten Cam, würde ich sagen. Und dann denke ich mal, sehen wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Moin, Freitag. Nach langer Zeit filme ich auch mal wieder was. Ja, das Akku leer und all so ein Kram. Kluten. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, Kluten zu träumen. Ja, mache ich auch schon, aber zu filmen. Aber jetzt, das muss ich filmen. So gehört sie das. Dann macht das auch Spaß und man schafft welche und für alle mal ganz gut. So, heute filme ich mehr. Jo, immer noch Freitag, kleines Update. Wir haben ja heute Morgen da die Lady Jane rausgeholt. Das waren, ich glaube, drei Wagen, glaube ich. Ja, drei Wagen. Ast rein, sah gut aus, so wie die hier jetzt. Sehen auch gut aus. Das ist die Rumba. Die gehen morgen auch gleich weg. Die haben wir aber gleich raus. Was haben wir jetzt hier noch? Die 6 Reihen noch. Ja, und dann fahren wir wieder Großbrese am Kanal hin und ruhen da die Lady Jane. Ich weiß gar nicht, habe ich da gestern gefilmt oder nicht. Da kommt wieder Kluten. Wir haben uns gefreut eigentlich, heute keine Kluten. Und dann hat sich der Plan geändert. Und dann müsste das morgen da ganz gut zu schaffen sein. Was heißt müsste? Das muss raus. So, Lady Jane raus. Habt ihr das gesehen? Ja, Lady Jane da raus. Rumba hier raus. Anhänger holt Alfred gleich. Ja, Alfred. Erwin gleich ab. Oder so grob sauber gemacht. Wirklich nur grob. Wir fahren jetzt zum Kanal. In den Kluten. So, guten Morgen. Neuer Tag, Samstag. Heute steht einiges auf dem Plan. Das war gerade der erste Wagen, den wir abgeladen haben. Das ist noch der von gestern, den wir da gerodet haben. Jetzt warten wir erstmal, dass noch die ersten Anhänger, der erste Zug hier ankommt. Ordentlich Lady Jane laden heute. 7 Anhänger ungefähr müssen wir rausholen, damit wir die LKWs für morgen fertig kriegen. Alle abladen auch, weil morgen kommen ja 3. Ja, jetzt erstmal kurz ein bisschen Pause, bis der nächste Wagen da ist. Und dann geht das weiter. Der nächste Wagen ist da. Es geht weiter. Wir haben den einen LKW jetzt schon fertig. Da kommen jetzt auch pro LKW nur 50 Kästen rauf. Und das nimmt auch einfach kein Ende mit der Erde, die sich hier ansammelt. Das ist unnormal. Wir haben da schon die ganzen Kisten draußen. Bisschen enger zusammengestellt. Ein paar Drahtkisten stehen jetzt sogar schon hier drin. Draußen einfach keinen Platz mehr haben. Kann man fast sagen, im Schnitt jede zweite, dritte Kiste hier von den Holzkisten kommt eine Sandkiste zustande. Das hier auch schon eng mit den Toren. Mit dem Dieselstapler muss man immer ein bisschen mehr aufpassen, weil der nicht so ein. Der kann quasi auf der Stelle drehen, der hier nicht ganz. Man
Und jetzt habe ich heute in diese Stapler genommen wegen der Kabine. Es war ja heute Morgen unnormal kalt, Alter. Was war da los? Deswegen auch war erstmal dicke Winterjacke angesagt. Und Mütze. Ja. Aber langsam ist die Sonne immer mehr draußen. Ah. So, und die Kiste hier haben wir gerade eben getauscht. Das ist immer noch das relativ nervige mit den Drahtkisten, dass der Sand da die ganze Zeit durchfällt. Aber was will man anderes machen? Ja, die müssen alle noch durchsortiert werden. Beziehungsweise ist das hauptsächlich alles feine Erde. Wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir den Sturzbunker so einstellen, dass die ganze feine Erde rausrieselt. Und dann haben wir richtig so eine Erde, feine so eine Erde auf dem Anhänger. Und ja, da macht der Rest vielleicht einfach so durchlaufen, dass man gar nicht mehr so viel sortieren muss. Der Anhänger ist schon wieder überhalb leer. Da oben sieht man schon den Boden. Erwin ist schon direkt wieder los. Der fährt einfach nur Wagen heute hin und her. Hat hier gerade angekippt, dann ist er direkt los, nächsten Wagen holen. Und da vorne unter meiner Jacke, da ist meine Drohne. Vielleicht hört ihr schon die Musik im Hintergrund. Ich habe gedacht, ich versuche mal ein paar Drohnenaufnahmen von Kartoffeln abladen. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Ihr werdet es jetzt sehen. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Ja, die senken, da kommen ordentlich Kluten, aber sonst geht das halbwegs. Die Schwimmerecke war da, die Seite, die haben wir gestern rausgerodet, jetzt haben wir nur noch hier diesen Abteil, was ist das vielleicht? Ja, bisschen über einen Hektar schätze ich. Das geht besser. Ja, und dann. Ja, das holen wir heute raus, abladen und dann ist Feierabend. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, keine Ahnung. Morgen kommen ja noch 3 LKWs Kartoffeln, also verladen, die kommen nicht, die verladen. Ja, so ist erstmal der Stand der Dinge heute auf dem Samstag.
wir haben jetzt 16.08 Uhr. Erster Wagen ist voll. Ja, so kann es auch mal gehen, ne? Ruckzuck voll. Aber auch mal ganz angenehm. Ne? Wie gesagt, die Senken, da kommen noch Kluten, aber alles nicht so der Rede wert, was wir vorher hatten. So, das sind die letzten zwei Reihen. Wir haben 11:30 Uhr. Ja, pünktlich zum Mittag hier fertig. So, das Stück geht von der Zuckerrüben da bis dahin. Ja, gleich nach Roda sauber machen, also grob wie jeden Tag. Wenn ich das hier vergesse, mache ich mal zwischendurch die Kamera an, klemme die mal irgendwo ran. Versprechen tue ich das nicht. Meistens vergesse ich das ja. Und was mir gerade eingefallen ist, ein bisschen Werbung für mich machen. Ihr wisst ja, ich habe TikTok. Wer da noch nicht auf Folgen gedrückt hat, bitte folgen. Gange. Kennst du? Jojo. Kannst du dazwischen noch, ne? Noch ein bisschen. Hier meinst du? Mhm. Hier ist auch immer ein Punkt, wo sie das reinsammelt. Aroda hat viele Ecken, wo sie immer alles reinsammelt. Ja. Lars, hast du gehört? Du sollst Olaf mal erwähnen. So, dann hier auf der Straße. Sicherungsseil und Splint. Nicht, dass die Aufnahme während der Fahrt runtergeht. So, kommt hier ran. So, die Leiter abmachen und kommt denn hier ran. So, Olaf, halt mal. So, die Leiter, die kommt hier ran. Hier in der Führung. Splint vor. Fertig. Und Sand im Auge. So, das war's. Wir fahren los. Schönes Wochenende euch. Dahin. Palettenbo. Ist nicht im Weg stellen. Der kriegt jetzt Rumba mit. Das Nervige bei der Rumba ist, die ein Big Pack sind.
haben wir hier alle hingestellt, jetzt erstmal die Big Pack, die Paletten, die er uns mitgebracht hat, ausladen. Die Ameise habe ich hier raufgesetzt, das ist unsere. So, Big Packs ist erstens, habt ihr ja gesehen, relativ oder deutlich aufwendiger zu befüllen. Und es ist halt leider auch schwieriger, die zu verladen. Wenn ich hier jetzt einmal ein bisschen zu dolle rucke, kippt da um. Dann haben wir den Salat. So. Er ist ein bisschen zu weit vorgefahren. Also, er hat da jetzt die Ameise, muss die Big Packs nach hinten hinziehen. Da vorne ist auch gerade kein neuer Anhänger, deswegen. Ach, da hat noch irgendwas, hat er gerade gezischt. Ah, da sehen wir eine Tür, die offen ist. Ist gerade neuer Anhänger gekommen. Denn ja, wird es jetzt ein bisschen sportlich. So, folgendes Problem. Wir haben manche Europaletten, manche Nicht-Europaletten. Europalette ist ja alles Einheitsgröße. Diese Nicht-Europalette ist keine Einheitsgröße. Und damit er die Achslast besser verteilen kann, macht er ganz vorne ein Big Pack, dann zwei Big Packs, dann wieder ein Big Pack und ab dann können immer zwei nebeneinander gestellt werden. Das Problem ist aber, es gibt wohl Probleme Europalette neben einer Nicht-Europalette. Ja, deswegen stelle ich jetzt hier erstmal diesen Stapel ein paar Europaletten beiseite, um dahinter an eine Fake-Palette zu kommen. So, das meine ich zum Beispiel. Niemals würde sowas vorkommen bei einem normalen LKW. Bei Big Packs ist immer ein Problem. Die erste nicht Euro und dann kommt dahinter noch eine, aber die weiß ich gar nicht, kommt wahrscheinlich ganz zum Schluss hin. Tor zu, Licht aus. Ich habe gerade noch gesehen, wir haben noch ein paar Kisten rübergestellt, weil wir die nachher brauchen. Wir gehen jetzt Mittagessen und dann ist nämlich gleich Feierabend, also vorübergehend Feierabend. 16 Uhr kommt nämlich ein LKW, den laden wir noch voll und dann morgen die drei. Aber ja, ja, mit dem Video würde ich sagen, war es das jetzt. Vielen Dank, dass ihr das bis hierhin geschaut habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heiß. Ja, hier ist noch so viel los auf dem Hof. Also doch noch kein Wochenende.